Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das Düngelager. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neueste Mods oder in der Kategorie Silos. Der Autor von diesem Mod heißt Herr Hellweiber. Und die Modgröße liegt aktuell bei 4,92 MB. Ist in der Version 1.0.0 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole platzieren tut, dann kostet euch dieser hier knapp 11 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal platzieren tut, dann nur noch 1 Slot. Das Ganze finden wir hier auch im Baumenü. Dazu öffnen wir das Baumenü. Dann bei Gebäude, dann bei Silos. Hier gehen wir ein Stück weit nach hinten und da haben wir ja auch schon unser Düngelager. Das Düngelager kostet uns beim Platzieren auf der Karte knapp 7500 Euro und Tageskosten betragen hier 5 Euro am Tag. Kapazität hat das Ganze hier insgesamt 20.000 Liter. Hier kann man aktuell Mineraldünger, Flüssigdünger und Herbizid lagern. Das Ganze möchten wir hier natürlich auch gerne mal ausprobieren. Wir nehmen einmal einen Teleskoplader hier mit Mineraldünger und einen Anhänger bzw. einen Fass mit Flüssigdünger. Wir nehmen hier erstmal den Teleskoplader mit dem Mineraldünger, haben hier natürlich auch einen Triggerboden zum Laden und zum Entladen und hier können wir diesen Mineraldünger einfach in dem Triggerpunkt hier abladen. Wenn ihr das Ganze wiederum laden wollt, müsst ihr mit der Schaufel oder mit dem Anhänger hier reinfahren in den Triggerpunkt, dann bekommt ihr ein Fenster geöffnet mit Befüllung starten. Das Ganze geschieht mit L3. Und schon könnt ihr hier den Mineraldünger wiederum laden. Wenn ihr jetzt allerdings Flüssigdünger oder andere Sachen lagern wollt, kann man hier zum Beispiel jetzt Flüssigdünger nehmen. Fährt den jetzt einfach hier mal hin und kann auch diesen hier entladen. Einfach hier in den Triggerpunkt fahren und das Ganze entladen. Als Beispiel. Ihr könnt es wiederum aber wieder laden mit L3 mit Befüllung starten. Dann fahren wir hier das komplette Gespann hier mal weg. Und schon haben wir hier ein kleines Düngelager für kleinere Karten bis mittelgroße Karten, dass man sich hier auf jeden Fall gerne mal auf die Karte platzieren kann. Sieht recht einfach aus und mit der kaputten Regenrinne hat das Ganze schon ein richtig schönes Flair. Damit sind wir hier leider aber auch schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Anmerkungen habt, Fragen oder gern mehr, schreibt mir diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht uns natürlich gerne noch auf unserem Twitch-Kanal oder schaut natürlich gern bei Discord vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bedanke mich sehr fürs Einschalten, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!